Jo Leute, was geht? Ich bin's, euer Enrico Italio und ich habe heute Geburtstag, nur so am Rande. Auf jeden Fall zeige ich euch heute die schönsten Farben für den Sotan RS und da ist auch einige Modded Crew Farbe dabei, deswegen nenne ich das Video auch GT Online Modded Paint Jobs plus LSC Paint Jobs und ihr seht schon die drei gemoddeten, nein nicht drei gemoddeten, Alter, sorry, mein Fehler, die zwei LSC Paint Jobs, einmal dieser Paint Job hier, das ist einmal Mitternachtsviolett, glaube ich, und heißes Pink. Das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Und ich sende, bzw. zeige euch gleich nochmal das Gameplay, wie das Ganze in Rennen aussieht oder in Open Lobby. Und hier haben wir einmal Lavarot mit Renngelb. Und die ganzen Farben hat natürlich Ike Zatterbass herausgefunden. Er ist der Founder von diesen Farben. Richtig geile, frische Farben. Ich bin einfach nur mindblowing, richtig krank. Auf jeden Fall haben wir auch schon diese gemoddete Crew-Farbe jetzt und das ist einmal so ein richtig schönes ultrablaues Blau mit so einem schönen Perleffekt, dieses Weiß, Eisweiß Perleffekt finde ich richtig gut gelungen bei diesem Paintjob und insgesamt finde ich alle drei Paintjobs übelst geil und ihr seht auch gleich, wie das Ganze in der Open Lobby aussieht bzw. im Rennen und es ist einfach nur krank, das sieht so geil aus auf diesem Fahrzeug, das glaubt man gar nicht. Also, wenn ihr in eine Lobby reingeht und diesen Paintjob auf den Sotan RS drauf macht, es ist wirklich krank. Das ist so ein schönes Gefühl, so einen schönen Paintjob zu haben auf dem Auto. Und wie immer könnt ihr mir auch gerne wieder Feedback geben, wie ihr denn diese Paintjobs auch findet. Diesmal ja auch Los Santos Customs Paintjobs, sonst ja immer nur Modded Paintjobs und sowas. Und da ist auch schon der zweite gemoddete Paintjob, dieser Mitternachtsviolett mit heißem Pink. Das sieht so extrem krank aus und ich finde es übertrieben geil, diese Paintjobs. Ich feiere das übertrieben und wie gesagt, lasst mir eure Meinung da, wie ihr das Ganze findet, was ich zum Beispiel auch als nächstes dann machen soll, zum Beispiel beste Coupés oder sowas, das kommt auf jeden Fall, also beste Coupés oder beste Geländewagen, ja, nicht Geländereifen. Gut, beste Geländereifen, das müssten, glaube ich, die Nevis-Felgen sein. Oder gibt's da beste Geländereifen? Ich glaube nicht. Also, die sehen halt am schönsten aus. Egal, wir driften ein bisschen vom Thema ab. Auf jeden Fall, das ist jetzt auch schon der letzte Paintjob, diese gemoddete Paintjobs in diesem Video. Und es sieht so extrem nice aus. Mit ein paar Fehler. Egal. Auf jeden Fall, ja, ich habe heute Geburtstag und ich würde mich über Feedback freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Feedback geben, wie auch immer ihr das machen wollt. Und an der Stelle bin ich mal raus. Haut rein, euer Enrico Italia und nochmal Entschuldigung, dass am Montag bzw. gestern kein Video kam. Ich kam einfach nicht dazu, dafür habe ich es heute bis zum Glück hinbekommen. Und ja, man sieht sich, schönen Tag noch, haut rein, genießt das, naja, nicht so schöne Wetter. Egal, ciao.